Hallo und herzlich willkommen zum neuen Liebes- und Partnerschaftsorakel für den Monat November. Ja, wie immer habe ich uns drei wunderbare Kristallsteine ausgewählt. Für diesen Monat wollten dabei sein der orangefarbene Kristall, der rosafarbene und der dunkelrote. Stelle zum Auswählen deines persönlichen Monatsorakels einfach beide Füße fest auf den Boden, damit du dich geerdet fühlst. Atme nochmal tief ein und aus, dass du dich ganz leicht fühlst. Lasse über die Atmung sämtlichen Druck von dir oder aus dir weichen. Und begib dich nun in dein Herzzentrum. Fühle hinein und spüre ganz intensiv, zu welcher Farbe, zu welchem Kristall du dich hingezogen fühlst. Wo spürst du die stärkste Resonanz? Vielleicht hast du auch eine Farbe wahrgenommen vor deinem inneren Auge. Oder es ist der Kartenstapel dahinter, wo du einfach spürst, da liegen die richtigen Botschaften für mich bereit. Hab Vertrauen in dieses Gefühl. Bleibe bei deiner Entscheidung. Sie ist gut und richtig. Du verlässt dich ganz auf dein inneres Gefühl, was es dir mitteilen möchte. Solltest du dich noch nicht entschieden haben, dann kannst du jetzt, wenn du magst, nochmal ganz tief ein- und ausatmen. Und dann entscheidest du dich ganz spontan für eine Farbe. Und zwar jetzt. So, ich hoffe, du konntest dein Orakelstein ermitteln. Und bevor wir beginnen, stelle ich euch wie immer die verwendeten Karten vor, damit ihr gleich einen Überblick habt, falls euch ein Kartendeck interessiert. Wir haben eine gemeinsame Kartenbotschaft diese Woche von den Karten im Herzen Lemurias. Und diese Karten bekommt man beim Kopfsalat Verlag. Die sind von Mirli Tanner gezeichnet und die Botschaften sind von Christina Soraya und Roland in Noah gechannelt worden. So sieht das Ganze aus. Falls ihr euch für dieses Deck interessieren mögt, so sehen die von hinten aus. So, dann gehen wir zu den nächsten Karten. Falls du dich für die oben liegenden, die Tarotkarten, interessierst. Und zwar sind das die Karten vom Witches Tarot. Und die sind im Levelin Verlag erschienen. Hier immer so ein bisschen zugeklebt, aber ich schreibe es auch noch mal unter das Orakel. Das ist hier dieses Witches Tarot. Das sind diese Karten, die hier oben aufliegen. Dann haben wir diese Woche dabei, das sind die blauen darunter, das Angel Inspiration Deck von Kim Dreyer, erschienen bei US Games. Auch wunderschöne Engelkarten. Es wollten diese Woche einige Karten dabei sein. Dann sind darunter, da wo wir die Rückseite sehen, mit der Schrift hier, das sind wunderbare Karten und zwar Magie der Elemente. Das ist ein Kartenset mit Buch von Karin E. J. Kolland und Annemarie Stelzer. Und das ist im Hanael Verlag erschienen, Bücher mit Seele. So sieht dieses Set aus. Das ist eine ganz große Schachtel und da innen
sind dann diese wunderschönen Karten und hinten habt ihr einen Text drauf. Und es ist auch noch ein großes Buch dabei zu den Karten. So, und ganz am Ende, die könnt ihr jetzt noch nicht sehen, haben wir Botschaften von den Pflanzendevas dabei oder den Pflanzenspirits. Und zwar sind das diese Karten, die habe ich so bekommen, nicht in der Schachtel. Das sind einige Karten, das sind 63 Pflanzenkarten, so sieht hier die Rückseite aus. Und die Vorderseite sind dann immer so Bildbotschaften. Und dazu gibt es dann auch so ein Buch, Begegnungen mit den Pflanzenspirits von Renate Kauderer. Und das ist bei der Akademie Bios, Bios Verlag, ja. Ich schreibe das aber auch unter das Orakel, dann könnt ihr da nochmal nachschauen, falls euch irgendein Kartendeck interessiert hat. Und so sieht es dann auch von innen aus, das Buch. Ja, also dann wisst ihr da auch Bescheid und dann fangen wir jetzt mit dem Orakel an. Und ich bin auch schon ganz gespannt, was der Monat November hier für uns alle bereithält zum Thema Liebe und Partnerschaft. Jetzt gerade in der Jahreszeit, wo dann doch die Blätter fallen, die Landschaft etwas karger wird, dann auch die dunklere Zeit anbricht, wo man sich vielleicht doch auch mehr nach Nähe sehnt, vielleicht noch mehr als sonst, ja, dass da jemand ist, wo einen im Arm hält, ja, und Wärme spendet und Liebe spendet. Ja, jetzt schauen wir einfach mal, was hier die kosmische Botschaft ist. Und da haben wir Kraft und Inspirationen ist hier die Botschaft. Und was hier auffällt, ist, dass gleich diese Sonne, die so prägnant im Mittelpunkt steht und alles erhält. Es ist einmal die Botschaft, dass uns jetzt im November die Geist- und Lichtwesen sehr nahe sind. Das ist auch das, was im Wochenorakel für die erste Novemberwoche schon sehr gut rüberkam, dass hier auch die Lichtwesen stark an unserer Seite sind, dass hier Licht ins Dunkel auch reinkommt, Licht in unsere Schattenthemen. Und das ist die Botschaft, die ich da rausspüre, dass einfach jetzt auch in der dunkler werdenden Jahreszeit wir uns nicht so sehr auf die Schatten konzentrieren sollen oder müssen, sondern dass sehr viel Licht um uns herum ist und eine schöne Zeit jetzt anbrechen darf. Ich meine, in den nächsten Wochen wird auch überall begonnen mit schönem Weihnachtsschmuck und das bringt auch Licht und Glanz in unsere Hütte und wir sind aufgefordert, auch diesen Licht und diesen Glanz in unsere Herzen zu bringen, Freude zu haben, wenn wir das Licht in uns selbst zulassen und es annehmen, dann strahlen wir dieses Licht auch aus und wirken so auf unsere Mitmenschen, auf unseren Partner oder auch auf andere Menschen, wo vielleicht potenzielle Partner sein können. Ja? Es ist natürlich viel schöner, wenn du Freundlichkeit und Liebreiz oder eine große Anziehungskraft ausstrahlst, gehen deine Mitmenschen viel lieber auch auf dich zu, ja, ein warmes Lächeln schenkst, da kann man viel leichter auch in Kommunikation kommen, gerade auch auf Weihnachtsmärkten oder wunderbaren Winterveranstaltungen, die es ja immer wieder gibt, wo man ja doch auch sehr viel innen ausübt. Und das ist hier so die Botschaft, die ich hier bekomme. Wir bekommen Kraft, wir bekommen Inspirationen, Ideen und gerade dieses Licht möchte aus uns strahlen. Es schenkt uns Kraft und Freude. Es ist ein sehr sanftes Licht. Es hat die Sanftheit,
der Himmelsmächte in sich. Diese Sanftheit wird auch durch diesen Schwan oder was hier unten ist ausgedrückt. Ja, Schwäne wirken ja auch so leicht gleitend auf dem Wasser. Diese Leichtigkeit soll das ausdrücken. Ja, wir dürfen uns freuen auf einen sehr erhellenden Novembermonat. Hier kommt Wärme zu uns, ja, Wärme in unsere Herzen. Das ist eine wunderbare Grundbotschaft, wo auch viele Menschen, die jetzt momentan noch alleine sind, Hoffnung spendet, dass hier sich was verändern kann, ja, dass man die Nähe zulassen darf, dass man wieder Wärme und Nähe spüren und empfinden kann. Und für den einen oder anderen kann es natürlich auch bedeuten, das sehen wir dann in den individuellen Botschaften, dass sich vielleicht auch eine Partnerschaft ankündigt oder in einer bestehenden Partnerschaft wieder mehr Nähe und Zuwendung. Da schauen wir jetzt mal in die jeweiligen persönlichen Orakel rein, was sich dort zeigt. Und wir beginnen mit dem ersten Orakel, wenn du dich für den orangefarbenen Stein entschieden hast. Und der steht diesen Monat für Fülle. Fülle in der Liebe, Fülle in der Partnerschaft. Zuwachs. Ja, Zuwachs kann natürlich ganz konkret bedeuten, dass es Zuwachs in der Familie gibt. Aber ich meine damit auch einen anderen Zuwachs, nämlich, dass die Partnerschaft weiter wächst, die Nähe weiter wächst, eine neue Qualität sich entwickelt. Bei, ich sag mal, Partnerschaften, die sich gerade am Entwickeln sind, dass hier eine nächste Stufe erreicht wird, dass hier Wachstum reinkommt. Und bei Singles, dass sich hier durchaus neue potenzielle Partner oder der neue potenzielle Partner jetzt bald zeigen wird. Ja, gerade wenn wir auch von dieser wunderbaren Grundbotschaft ausgehen. Wenn du schon länger alleine bist und gar nicht so richtig mehr an eine Partnerschaft glauben kannst oder dass da der oder diejenige Richtige für dich dabei ist, dann soll dir diese Fülle auch zeigen, dass durchaus ein großes Potenzial um dich herum herrscht und du einfach diese Lichtenergie, die ja auch in deinem Stein drin ist, ja, jetzt rauslassen darfst, deine Ausstrahlung steigern, deine Anziehungskraft. Es kommt viel Freude bei dir rein, also gerade wenn du auch ja Einladungen diesen Monat bekommst, dass du die auch gerne annehmen kannst, dass du dich unter die Menschen auch mischen sollst und nicht so sehr abgrenzen. In Orange, es ist sehr interessant, es ist die Farbe schon auch der Freude und wie gesagt der Fülle, aber Orange nimmt man auch, wenn jemand einen Schock erlitten hat, weil es eine Farbe ist, die die unteren Chakren stärkt, auch dein Sexualchakra. Also ich sage Sexualchakra, es ist das Sakralchakra, aber da haben wir auch die Sexualität mit drin. Wenn es da Enttäuschungen gab, alles was mit Vertrauensverlusten zu tun hatte, dass dann hier wieder Vertrauen, eine gesunde Basis bei dir reinkommt. Und das wirkt sich natürlich auf eine bestehende Partnerschaft auf deine Ausstrahlung auf andere Menschen natürlich. Und über diesen ganzen Faktor des Vertrauens entsteht ein Loslassen von schweren Energien, die sich da angesammelt haben, gerade in den unteren Chakren und halt gerade auch im Sakralchakra. Es können Themen sein, auch wo Stress
gemacht haben und die ganze Basis, sage ich mal, so ein bisschen in Unruhe und vielleicht auch in Chaos versetzt haben, dass das jetzt wieder in Ordnung kommt und dadurch, wenn sich diese Ordnung einstellt, diese innere Ordnung, dann auch wieder die Freude zurückkommt, die Lust auf Geselligkeit, die Lust auf Unternehmungen, vielleicht sogar auch die Lust auf eine schöne Sexualität, weil das steckt durchaus auch in dieser Farbe mit drin, ja, die Sexualität vertrauensvoll leben zu können, dass es ein Geben und nicht nur ein Nehmen ist, ja, all diese Dinge stecken hier in deinem Stein drin. Das ist wunderschön. Schauen wir nun deine erste Karte an, was das Tarot hierzu sagen möchte. Und da hast du hier ja das Schicksalsrad im Tarot. Und das ist sehr spannend, mit diesen ganzen Grundbotschaften zu sehen, weil wir hatten ja hier das Thema, dass sich etwas lösen kann. Ja, damit diese Freude, die Fülle ins Leben kommt, gerade in Liebes- und Partnerschaftsthemen. Und das Schicksalsrad ist manchmal eine Energie, die eine überraschende Wende ankündigt. Also das Rad steht ja nie still. Es bedeutet das Lebensrad und das Lebensrad dreht sich ja immer weiter, selbst wenn wir selber das Gefühl haben, wir treten auf der Stelle und es geht nichts mehr voran, so bleibt die Welt ja nicht stehen, sie dreht sich weiter, um uns herum passieren Dinge, mit uns passieren Dinge, also es ist ja nicht so, dass nichts geschieht, ja. Und auch wenn du vielleicht schon sehr lange alleine bist, ist in der Zeit ja auch etwas geschehen in dir und um dich herum. Und jetzt kann hier eine Wende kommen, dass sich Dinge verändern. Und das Schicksalsrad heißt deshalb Schicksalsrad, weil das, was Schicksal ist, Themen sind, die im Grunde genommen ja, passieren dürfen, ja, also wenn man sich dagegen stellt oder dagegen stemmt, dann wird es viel, viel anstrengender, als wie wenn man mit dem Rad geht, ja, also wenn man spürt, eine Beziehung ist zu Ende und ich stelle mich seit Jahren oder Monaten dagegen und es zehrt mich eigentlich nur aus, dann ist es besser, mit dem Rad zu gehen und zu sagen, ja, ich spüre es ja, es passt nicht mehr, wir gehen neue Wege. Ja? Dadurch kann sehr viel Fülle zurückkommen. Wenn man merkt, man muss in der Partnerschaft schon lange was ändern und man schiebt es immer hinaus, weil alles andere wichtiger ist und man merkt aber, man ist nicht in der Fülle in dieser Partnerschaft, dann wäre es jetzt, dann kann auch was passieren, sage ich mal, durch das Umfeld, das ist das Schicksal dann praktisch, wo es sagt, ja, aber es ist wichtig, dass ihr euch das Thema anschaut. Was könnt ihr konkret tun für eure Beziehung? Ja, auch solche Themen können jetzt angesprochen sein. Oder als Single, wenn ich vielleicht in einem Muster, das ist auch im Schicksalsrad drin, weil es ja das Rad der Wiederholungen auch ist, wenn ihr immer auf denselben Typ Mann oder Frau abfährt und ihr wisst genau, das passt aber nicht, ne? Da kommen immer wieder dieselben Probleme dann, aber man ist wie in so einer Wiederholungsschlaufe drin, dann kann die jetzt durchbrochen werden. Weil wir haben ja die starke Lichtenergie, die möchte ja auch, dass man in die Fülle kommt, in die Freude kommt. Und manchmal ist dieser Prozess des Durchbrechens von diesen alten Mustern, ja, kann wehtun, ja, also muss nicht, aber es ist halt, weil man manchmal an diesen alten Zöpfen einfach hängt, ne? Man hat ein bisschen Furcht, jetzt auf eine neue Schiene zu gehen, weil man stellt ja selber durch Entscheidungen immer wieder neue Weichen im Leben und manchmal haben wir so Trampelpfade, da fühlen wir uns ganz sicher, die kennen wir, ne? Selbst wenn sie immer wieder zum selben Fehler führen, aber die kennen wir, die Pfade, und jetzt ist nebendran ein Pfad,
der erscheint uns vielleicht nicht so verlockend. Ja, vielleicht wachsen da auch irgendwelche Pflanzen drauf, die uns gar nicht gefallen. Ich drücke es mal so bildlich aus. Ja, und vielleicht wäre es aber besser, mal diesen anderen Pfad zu nehmen, nicht den durchgetrampelten. Und ihr werdet sehen, da passieren unglaubliche Dinge, wo ihr gar nicht mit gerechnet habt. Ja, wenn es gibt ja viele, um jetzt mal ein Beispiel irgendwie zu nennen, man geht schon ewig in dasselbe Café und denkt, naja, wenn ich rausgehe, treffe ich ja eh nur komische Leute und überhaupt, wenn ich rausgehe, kann ich eh nicht meinen richtigen Partner finden, weil das Umfeld da nicht stimmt. So, jetzt hat man aber irgendwie gar keine Lust mehr, vielleicht mal in ein anderes Café zu gehen. Und dann ist das auch noch 5 Kilometer weiter weg. Man findet Ausreden, ja, aber genau da würde man jetzt die richtige Person treffen. Versteht, was ich meine? Das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Also, dass man von den alten Trampelpfaden, die schon durchgelaufen sind, die vielleicht einen auch anöden, einfach mal sagt, okay, ich habe jetzt ein bisschen Mut, ne? Darum kommt auch die Kraft hier zu dir. Und diese innere Freude, vielleicht auch mal etwas auszuprobieren. Und dann wird sich hier ja das Rad ändern. Und du stemmst dich auch nicht länger dagegen. Vielleicht hast du schon öfters so Anreize bekommen. Ach, geh mal mit mir da zum Zumba-Kurs oder was auch immer. Und du hast immer gedacht, ach nee, mein Hintern ist zu dick. Und was sollen die anderen über mich denken? Und so, aber Lust hätte ich irgendwie schon, aber ich weiß nicht. Ja, und da bist du jetzt angeregt, einfach mal dich nicht dagegen zu wehren, gerade wenn so Dinge dann sind, wo dich immer wieder einladen wollen und abholen wollen, etwas Neues zu erleben, dann probier das mal aus, sei da mutig, da wartet die Fülle. Das ist wie so der orangene Stein, der birgt auch so einen Schatz in sich, ne? Das ist ja auch von der Farbe so ein bisschen wie Gold, ja? So nach den Sternen greifen, sich da einfach mal auch was Neues trauen. Das ist hier dahinter. Und man wächst mit den Aufgaben, man wächst mit den Dingen. Und im Schicksalsrad sind oft Herausforderungen gemeint auch. Dinge, die uns immer wieder herausfordern. Ich nenne es einladen, das mal zu probieren. Und oft sind es Dinge, wo die Hürde ist ganz niedrig. Aber man sieht das als Riesenstein, wo man drüber springen müsste. Manche sagen auch über den eigenen Schatten springen. Und das einfach mal zu probieren. Ja? Also jeder individuell von euch, der jetzt dieses Orakel gewählt hat, hat bestimmt eine Idee dazu, was damit gemeint sein könnte. Ja? Und das bringt definitiv einen Fortschritt innerhalb eurer Beziehung, innerhalb eurer Partnerschaft, bei Beziehungen, die gerade am Entstehen sind oder aber auch wirklich bei Singles, die sich hier jetzt ganz stark natürlich auch nach dieser Nähe sehnen, weil wir haben ja dieses starke Licht auch drin, ne? Diese Wärme, wo man jetzt erleben möchte. Also, es ist eine gute Botschaft für dich, ja, weil im Schicksalsrad auch Themen sind, die es in diesem Leben zu meistern gilt und auch zu erleben. Also ich sehe das Leben so, dass man immer an Stationen geführt wird, wo man auch Erfahrungen mitmachen wollte. Weil man entweder vorher schon die Weichen legte, dass man dahin kommt, oder auch praktisch die vorgeburtlichen Aufgaben, die aufgelegt sind, dass man an spezielle Situationen geführt wird. Und so sehe ich es auch mit den Partnerschaften. Dass keine Partnerschaft, auch wenn sie noch so kurz ist, oder sage ich mal auch Liebesbegegnung, umsonst ist. Da ist irgendwo immer ein Lernfaktor drin verborgen oder dass die Menschen sich etwas geben sollten, wofür ihre persönliche Entwicklung und Erfahrung wichtig ist. Und so ist es auch mit dem Schicksalsrad, dass du jetzt an Punkte geführt wirst, gerade in diesem Monat, die auch für dein Leben wichtig sind, gerade in puncto Beziehung und Partnerschaft.
Ja, sehr schön. Schauen wir mal deine nächste Karte an. Und da hast du einen ganz starken Engel an deiner Seite, nämlich einen Erzengel, der Erzengel Uriel. Und schau mal, er kommt hier in Rot, Orange, Rosa Tönen zu dir, also auch die unteren Chakren ganz stark, sehr viel Lichtenergie. Uriel ist ja der Name, wo praktisch das Feuer Gottes verkörpert. Feuer ist eine starke Energie, ja, ganz viel Kraft dahinter. Und hier kommt mir auch, wie gesagt, wieder sich nicht gegen das Schicksalsrad stemmen. Dadurch wird es unnötig schwer. Und Uriel gilt als auch der Engel der Offenbarungen und Prophezeiungen. Und Prophezeiungen hat ja auch damit zu tun, was vorherbestimmt ist. Und man begleitet dich da. Wenn es bei dir schwere Themen gibt, die dich von deiner Liebesfülle abhalten, dann kannst du sehr gerne mit Erzengel Uriel arbeiten, dass er dir hilft, deinen Lebensplan richtig zu erfüllen, den richtigen Partnern zu begegnen, ja, dass du Hinweise auch bekommst, ja, was für dich gut ist, ja, nicht, dass du den Menschen verfehlen kannst, das meine ich nicht damit, aber manchmal sind die Phasen, wo wir vielleicht suchend sind, ja, suchend im Herzen und nicht wissen, anstrengend, manchmal unendlich vom Gefühl her, ja, die Geduld ist manchmal ausgeschöpft und da steht Uriel dir ganz stark zur Seite. Er liefert dir Inspirationen und Ideen, die nötige innere Weisheit, auch kluge Entscheidungen zu treffen für dich. Es geht bei ihm auch ganz stark um Lösungsansätze, ja, weil wir wollen ja, wir Menschen sind ja schon verstandesorientiert, dass wir sagen, ja Mensch, wenn ich jetzt gesagt kriege, ich soll noch 5 Jahre warten, ja, da werde ich verrückt, ne? Da brauche ich einen Lösungsansatz. Was soll ich in der Zwischenzeit tun? Oder das kann doch nicht sein. Und hier geht es einfach, damit du für dich Lösungen fühlst in dir drin. Das ist jetzt für mich richtig. Vielleicht ist es für den einen oder anderen wichtig, erst eine Ausbildung fertig zu machen oder irgendwelche Schulungen, um dann nicht abgelenkt zu sein. Ja, manchmal können wir das ganze Feld noch nicht so richtig überblicken. Ja, manche Menschen kommen auch über das Alleinsein wieder mehr in ihre Spiritualität, weil sie ja Suchende sind, ja, und dann zur Selbstfindung und über die Selbstfindung dann wieder in die richtige für sie bestimmte Partnerschaft. Es hat ja alles irgendwo einen Grund. Und weil er so ein starker, ja, ich würde schon sagen, dass er eine starke Lichtenergie in sich birgt, das wird ja hier auch ausgedrückt, bringt er Licht, wo Düsternis herrscht. Und Düsternis herrscht da, wo wir uns kummervoll fühlen, traurig fühlen, allein fühlen. Ja, sage ich mal, unerkannte Themen, wo so Nebel herrscht um uns herum, wo wir einfach Licht brauchen, damit diese Düsternis verschwindet. Und dann halt, dass die Freude praktisch zurückkehren kann. Weil dein Stein, da geht es ja ganz konkret um die Freude, ja, um die Lebensfreude, um dieses innere Feuer auch in dir zu wecken, um Auflösen von Zweifeln und Ängsten oder wie ich schon sagte, wo vielleicht Unstrukturiertheit oder Chaos herrscht. Und da bringt er überall praktisch sein Licht rein. Ja, also dir wird es schön warm werden jetzt im November. Ja, und es kann bei dem einen oder anderen ganz konkret sein, dass sich hier eine plötzliche Wende anzeigt und du wirklich zu deinem Lieblingsmenschen geführt wirst oder in einer Partnerschaft, wo so ein bisschen dahingeschlittert ist, dass jetzt eine Wende reinkommt und wieder mehr Nähe, weil hier er drückt ja sehr viel Wärme auch aus, ja, mit seinem Feuer
hier. Es geht wirklich darum, auch wenn du vielleicht in einem Loch ein bisschen herrschst und im Lebensrad unten sitzt, sage ich mal, nicht oben auf, damit du hier deine innere Kraft und Power auch zurückbekommst. Ja? Wenn wir mit runtergezogenen Mundwinkeln durchs Leben laufen und Datings machen wollen, da kommen wir nicht gut an, ist klar. Ja, das merkt es gegenüber auch. Wenn wir zu einem Date gehen, erzählen nur über unsere Krankheiten oder über unsere vorherigen Beziehungen, die schlecht gelaufen sind, da kriegt das Gegenüber auch keine Lust so richtig auf Beziehung. Ja, es geht darum, diese Lebensfreude auszustrahlen und damit den anderen das Gegenüber auch mitreißen zu können. Das geht nur, wenn wir genügend Energie in uns haben. Und dadurch strukturieren wir auch wieder das Chaos. Ja? Dass es wieder rund läuft sozusagen. Dass das Lebensrad nicht hakt, ja, dass alles hier im Fluss ist. Wow, ganz tolle Botschaft für dich. Und wir gehen jetzt mal zur nächsten Karte. Und ich weiß nicht, dieses Orakel wollte einfach dabei sein. Also diese Karten, das sind ja diese Magie der Elemente-Karten und da sind so Elementewesen drauf. Und da kam die Angelina. Engelskontakt. Was heißt das jetzt? Also dieses Wesen, wo darauf abgebildet ist, ist ein Ätherwesen. Und auch hier kommt eine unglaubliche Lichtschwingung rein. Und für dich wäre der Hinweis, dich ganz konkret mit den höheren Wesen auch zu verbinden. Ja, um wirklich deine Lösungen zu bekommen, wie es hier schon bei Uriel angekündigt war. Aber auch, hier geht es um die Lebensfreude. Dein eigenes inneres Licht, ich sag mal, anzuheben. Ja, dass es einfach aus dir rausstrahlt. Es geht um dieses innere Strahlen, deine Ausstrahlung wird darüber gestärkt. Jetzt lese ich mal, was hier hinten auf der Karte steht. Also hier steht, Äther ist die feinste Trägersubstanz für Licht und Schwingung im Kosmos. Die feinsten Wesenheiten höchster Intelligenz und Liebe, die wir Menschen wahrnehmen können, sind die Engelwesenheiten. Sie sind Boten Gottes und verkünden uns Gottes Weisheit und Liebe. Angelina hilft dir, mit deinen Engeln in Kontakt zu kommen. Ja, also ganz klar warten hier Botschaften auf dich. Ja, und hier unten steht noch, dass Beten und Meditieren dir dabei helfen kann, ja, diesen Kontakt herzustellen. Und ich spüre halt hier raus, dass es gerade für Menschen wichtig ist, die momentan im Thema Liebe, Partnerschaft in einer Krise stecken, wo eben dieses Lebensrad, dieses karmische Rad sehr belastet ist. Also hier ist ganz stark diese Botschaft, ja, dass ihr hier mit den höheren Wesen in Kontakt gehen sollt und die euch helfen möchten, da wieder mehr Licht reinzubringen, die Lebenssonne zu stärken. Es ist zu schade, die Lebenszeit auf Erden mit Traurigkeit und Gram und Kummer zu verschwenden. Ja? Die Erfahrung zu machen ist wichtig, aber nicht, ich sag mal, sich ewig in dieses Gefühl reinzugeben. Es gibt schon Menschen, gerade wenn man vielleicht auch jemanden verloren hat, den man sehr, sehr lieb hatte. Ja, gibt ja auch, dass man in einer Partnerschaft jemanden verliert, den man sehr liebt. Und auch hier kann diese höhere Führung sehr wichtig sein, ja, damit man sein Leben selber wieder in Lebensfreude gestalten kann. So, jetzt schauen wir mal deine nächste Karte an, was die Pflanzenwesen hier noch für einen Input geben für diesen Monat. Und das ist eigentlich fast identisch. Es ist das Sandelholz
Und Sandelholz wird hier als die Fülle des Lebens ausgedrückt. Und schau mal, dieser, ich sehe da so einen Guru sitzen dazwischen, der sich räuchert, ne? Der ist auch in Orange gehalten. Ja, und hier auch wieder die Fülle. Es geht bei dir ganz klar um die eigene Fülle. Wenn du deine Fülle lebst, entsteht auch die Fülle um dich herum. Und gerade in dem Bereich, wo wir hier ja das Orakel machen, Liebe und Partnerschaft. Hier möchte die Fülle zurückkehren zu dir. Auf allen Ebenen. Mach es dir schön. Und wenn du räuchern möchtest, dann mit Sandelholz räuchern, um die Fülle ins Leben zurückzuholen. Diese Pflanze, ich sag mal, das Räuchern damit stärkt Vertrauen. Es geht um das innere Wissen, also dass dir Wissen zuteil wird, dass du Vertrauen ins Leben findest, in dein Leben, in das Vertrauen zu anderen Menschen. Sandelholz hilft auch, das ist sehr interessant, weil das ja wieder zu dieser anderen Karte mit Uriel passt, mit dem Lebensplan, ist ein guter Unterstützer, praktisch den Seelenplan zu gehen. Ja? Da werden deine inneren Spirits aktiver. Ja? Damit kannst du das erhöhen. Und es ist der Pfad der Harmonie, diese Pflanze, und schenkt dadurch inneren Frieden. Frieden ist wichtig, ja, dass wir anderen auch vergeben können für etwas, wenn was Schlimmes passiert ist. Und um wieder in diesen Frieden zu kommen, dadurch auf deinen persönlichen Pfad der Harmonie und dadurch wieder zurück zur Fülle. Und ganz interessant ist es auch mit dieser Farbe hier, Sandelholz stärkt auch das Sakralchakra. Und hier auch wieder, wo das Vertrauen sitzt, wo die Sexualität sitzt. Und das ist ganz klassisch auch zu deinem Stein, wo du gewählt hast, zur Farbe Orange. Du kannst dich auch gern mit Orange, sag ich mal, umgeben. Da hast du jetzt ganz viele Hinweise erhalten. Farbe Orange, Sandelholz und die Arbeit mit den Engelwesen und Erzengel Uriel. Also wunderschön. Ja, ich wünsche dir einen ganz zauberhaften November im Zeichen der Liebe, dass viel Licht, Wärme und Nähe zu dir kommt, bei dir ist und dich umgibt. Ich lege dir deinen Stein der Fülle hier ins Zentrum mitten rein. Gut, gehen wir zum nächsten Orakel. Wenn du dich für den rosafarbenen Stein entschieden hast. Und bei Rosa haben wir die Romantik drin, das Verliebtsein. Ja, es steht für das Herzchakra die Farbe und für alles, was zart und sanft ist. Ja, vielleicht bist du auch frisch verliebt oder du hast Schmetterlinge im Bauch und verliebst dich gerade in deinen Partner neu oder erkennst ganz neue, zarte Bande zu einer Person. Also alles, was so wieder am Aufleben ist, ja? Oder wirklich dieses Rosa, dass man frisch verliebt ist. Also es ist ein leichter, Monat, der hier irgendwie angekündigt wird. Ja, vielleicht auch gerade ganz verdient hattest du es besonders schwer. Es kommt hier so eine Leichte rein. Und dein Herzchakra möchte ganz sanft umarmt werden. Du kannst damit beginnen, indem du dich auch selbst umarmst. Ja, ganz sanft und gut zu dir bist. Jetzt schauen wir mal deine erste Karte an im Tarot. Ja, und da hast du die zwei der Schwerter. Ja, also die Schwertkraft ist alles, was so in deinem Kopf noch rumfliegt, ja? Und vielleicht bist du frisch verliebt und hast aber noch Zweifel, ist es der Richtige, wird es das Richtige sein, ja? Bist noch so ein bisschen innerlich
unentschlossen. Oder innerhalb der Partnerschaft, kennt jeder, wo auch lange Partnerschaften lebt, ist man, man liebt die Person, ja, aber es gibt manchmal auch Unstimmigkeiten, wo einen so ein bisschen zweifeln lassen. Oder du bist da unentschlossen, kannst es nicht allein entscheiden. Gibt ja auch Dinge, wo der Partner noch nicht so mitentscheiden möchte. Und dann ist man so ein bisschen hin und her gerissen. Das kann hier auch sein. Also diese Karte drückt halt immer so eine Unentschlossenheit aus, dass man noch an etwas zweifelt. Man ist ein bisschen entscheidungslos. Aber es hat auch damit zu tun, dass man manchmal nicht richtig zuhört oder richtig hinschaut. Und das wird hier auch durch diese Augenbinde verkörpert, dass man manchmal sich auch nicht traut, richtig nachzufragen, richtig nachzuspüren, ja? Weil man eben nicht aus diesen guten Gefühlen rausgerissen werden möchte und sich dann lieber in diese Unwissenheit hält, was einen aber dann immer wieder einholt, ja, diesen Zweifelscharakter. Und dann wäre es ganz gut, dass man hier auch in die Überwindung kommt, dass man sagt, okay, ich will es jetzt doch wissen, ja. Ich nehme hier diese Augenbinde ab, ja, habe genug nachgedacht darüber und gehe das jetzt konkret an. Vielleicht gefällt dir auch jemand, ja. Mit diesem rosa Stein kann es auch um eine Person gehen, auf die du ein Auge geworfen hast und wo du sagst, ach, der gefällt mir, da kriege ich Herzflattern, aber ich traue mich nicht an den ran, vielleicht kriege ich eine Abfuhr. Aber weißt du, die Abfuhr zu erhalten, klar reißt einen das aus dieser schönen rosa Sonne heraus, aber du kannst dann Entscheidungen treffen, ein Stück weitergehen, wie wenn du dich da ewig drin suhlst. Wenn du gerne Tagträume bei dir behältst und möchtest das weiter tun, dann ist das okay. Aber wenn du halt merkst, dir tut das nicht gut auf Dauer, wäre es halt gut, sich auch da mal selber zu trauen, einen Schritt weiter zu gehen, ja? Die Dinge auszusprechen. Das alles spüre ich hier aus deinem Orakel raus, weil man möchte ja, dass du in deine Kraft kommst, in deine Stärke kommst und nicht in diesen Zweifeln oder Unentschlossenheiten bleibst. Und dafür ist es wichtig, dass du dich traust, genau hinzuschauen, die Dinge zu hinterfragen und dir ja, deinen Märchenprinzen wirklich ins Leben zu holen, ja, und nicht bei falschen Prinzen dich zu lange ablenken zu lassen. Das wäre ja schade, ne? Wenn wir da, klar sind das dann Erfahrungen, die wir haben, aber es ist natürlich schöner, wenn man dann schneller weiß, was Sache ist, ja. Und dazu fordert dein Orakel auf. Schau dahin. Lass die Zweifel los, ja? Wenn dir jemand tolle Liebesbekundungen macht, dann zweifel nicht ständig dran, ob die wirklich ehrlich sind, sondern nimm sie dann an und geh in dieses gute Gefühl rein. Das kann auch alles damit gemeint sein. Ja, du spürst jetzt selber am genauesten, welches Thema es hier bei dir anspricht. Wir haben hier noch die Mondkraft mit drauf. Also ich spüre das hier der Monat November. Musst du mal schauen, wann Vollmond ist. Ich glaube, wieder irgendwann so gegen Monatsmitte müsste das sein. 10. 13. rum. Schaust du mal, was die Mondkräfte hier mit dir machen. Ja, das scheint mir hier eine intensive Zeit für dich zu sein im November. Ja, ja, das dazu. Jetzt schauen wir mal deine nächste Karte an. Oh, das ist eine schöne Karte. Hier kriegen wir auch ganz viel Licht und Wärme. Und diese Karte drückt ja aus, dass man entgegenkommend sein sollte. Also, dass man sich praktisch nicht so wie hier verschließt, zumacht, in einem Zweifelsturm sitzt, das ist ja auch eine ablehnende Haltung, ne? Die Arme sind verschränkt, man traut sich gar nicht richtig an die Person ran. Das kann jetzt nämlich auch ein Hinweis sein, dass du teilweise in der Partnerschaft oder auch bei Begegnungen von einem potenziellen Partner ein bisschen zumachst.
Die Arme sind verschränkt. Man hat schon wieder innere Zweifel. Mache ich alles richtig? Ist das gut so? Will mich der andere so, wie ich bin? Und jetzt ist hier die Aufforderung, es ist wichtig, dass du selbst schon das Signal aussendest, offen bist, entgegenkommend bist, auch mal Kulanz zeigst, also nicht zu schnell kritisch, sondern einfach locker bleibst. Ja, dass du nicht alles zu eng gleich siehst, das ist damit gemeint. Das hilft dem anderen, sich auch mehr zu öffnen. Ja, dass der andere nicht spürt, oh, jetzt habe ich ein falsches Wort gesagt, jetzt zieht die sich voll zurück und ich weiß gar nicht, was ich tun kann, um an die Person wieder richtig ranzukommen. Ja, also da einfach nicht so kritisch dann sein. Es geht hier um das Entgegenkommende. Das heißt nicht, dass du dich unterordnen sollst oder völlig verstellen, sondern einfach nicht vielleicht gerade am Anfang jedes Wort gleich so abwiegen, ne? Vielleicht mit einer vorherigen Sache in Verbindung bringen, das wäre, sage ich mal, nicht so förderlich. Weil hier haben wir diese zu eine Haltung, die ist nicht offen genug, ja? Da rattert es gleich im Kopf und wird analysiert und analysiert. Manchmal analysieren wir Dinge in der Partnerschaft, in der Liebe zu viel und widmen uns zu wenig der Romantik und dem Schönen, was man eigentlich erleben könnte. Ja, man kann Dinge auch totquatschen. Ja, das kann damit auch gemeint sein, dass wenn ihr in einer Partnerschaft lebt und ihr reitet immer auf demselben Thema rum und quatscht das ab, aber es passiert irgendwie nichts. Der andere nimmt dich in dem Moment nur verschlossen wahr, es führt eins zum anderen, es gibt Knatsch, es knallt. Da wäre es besser, offen zu sein, zu sagen, okay, ich sag mal jetzt nichts, ne? Wir probieren es mal anders, ich bin jetzt offen und dann sage ich, komm, lass uns einen Spaziergang machen oder komm, lass uns heute Abend essen gehen. Und dann wieder die Nähe zuzulassen und über die Nähe praktisch dem anderen zu zeigen, wie wichtig er einem ist, dass es ja auch ganz viel Wertschätzung dabei gibt, führt oft dazu, dass der andere dann doch nochmal sagt, Mensch, geil, das, was heute Mittag war, das tut mir doch leid. Ich möchte es versuchen zu verändern. Ich möchte da entgegenkommen. Das schafft eine andere Basis. Also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja? Weil das ist hier so der Gegensatz. Und diese Karte, die Engel sagen, sei hier offen, sei entgegenkommend, ja? Sei liebend. Ja, und sei auch ein bisschen flexibel. Klar, verstell dich nicht, bleib ehrlich dabei, bleib integer zu dir selbst und das spüren auch andere. Und das ist hier wie so sich dem Licht zuwenden, ne? Die Fülle ins Leben einladen dadurch. Den richtigen Partner einladen und vor allem die Romantik. Weil es geht ja mit deinem Stein um die Romantik. Man sehnt sich nicht, sag ich mal, nach plumpen Sex, sondern hier geht es ganz konkret, in den Arm genommen werden, zu küssen, mal Blumen zu kommen, bekommen, eine Schachtel Pralinen geschenkt zu bekommen, eine Einladung zu bekommen, mal was zusammen unternehmen, ja, sich einfach mal nur Haut an Haut spüren. All diese Themen sind hier in deinem Stein drin, ja, diese Schmetterlinge zu fühlen, solche Dinge, also wunderschön. Jetzt schauen wir mal dein nächstes Kärtchen an. Ja, und da haben wir eine Erdelfe, und zwar die Supponile. Und die zeigt hier eine Niveauveränderung. Ja, also Erdelfen sind ganz praktisch, ne? Die möchten das Praktische fördern. Ja, also nicht, dass man nur träumt, verliebt zu sein und hier im Kopfkino bleibt, sondern die möchte ja ganz konkret, dass du dein tolles Date hast oder den tollen Abend mit deinem Liebsten, ja, mit deinem Ehemann, wie auch immer. Und die bringt hier so die Praxis rein, ja, und sie kündigt eine Niveauveränderung an für den Monat November, ja, vielleicht gerade wenn man vielleicht schon auf die ersten Märkte oder sowas geht, jetzt wo es noch gibt in der Vorweihnachtszeit. Es beginnt ja teilweise schon
vor der Adventszeit, dass es irgendwelche Sachen gibt, was da einfach ja so das Gefühl von Familie und Heim stärker wird, die Nähe nimmt zu und natürlich dann auch die Romantik. Man geht über den Platz und hält wieder Händchen, wo es vielleicht so die letzten Wochen gar nicht so ja die Wichtigkeit gesehen wurde. Ja, so etwas ist wichtig. Und da du auch die offene Haltung haben solltest, kann es auch eine Aufforderung zu sein, Mensch, dass du selber aktiv wirst. Ne? Dass du sagst, ich nehme meinen Partner in den Arm, wir halten mal wieder Händchen, ja, wir kuscheln einfach mal nur bei Kerzenschein. Ich mache einen schönen Punsch, jetzt wo es kühler wird. So etwas. Ne? Also auch die Idee ein bisschen so. Diese Wesen wollten wirklich bei dem Orakel dabei sein. Mein Eindruck war, diese Leichtigkeit möchten sie reinbringen. Und auch so ein bisschen das Verspielte, das Kindliche auch, dass wir wieder uns so ein bisschen ja auch lachen können, tuscheln können wie die Kinder. Ne? Es kann auch lustig sein, mit einem Partner unter einer Bettdecke spielerisch sich gegenseitig zu kitzeln, eine Kissenschlacht anzuzetteln und nachher liegt man sich im Arm. Ja? Also solche Dinge, das ist ja auch romantisch. Ne? Also das ist nicht nur so, wir ziehen uns aus, legen uns unter die Decke wie immer, ne? Sondern einfach mal ein bisschen spielerisch sein. Und weil die Erdelfe so praktisch ist, fördert sie ganz stark in dir die Energie des Ich kann. Nicht ich muss, ich soll, ich werde, sondern ganz klar, ich kann. Ich kann die Schönste sein in diesem Raum. Ich kann die liebste Ehefrau sein. Ich kann der beste Ehemann sein. Ja, also was auch immer hier dein persönlicher Satz sein möchte. Ja? Es geht darum zu können und wieder hinzuschauen, dich zu lösen, wie gesagt, von diesen Bändern, die dich als zumachen lassen innerlich, dass du in diese Befreiung kommst. Dieses ganz leichte Offensein, darum geht's hier bei deiner Erdelfe. Ja? Und die Erdelfen freuen sich sehr, wenn man ihnen auch mal in den Garten ein schönes Obststück oder irgendwas legt, ja, oder so einen kleinen Steinaltar baut, wo man dann ab und zu mal was hinstellt, weil die Elfenwesen sind um uns ja auch herum und helfen uns dabei. Also da kannst du die auch ganz konkret ansprechen, wenn es hier Themen gibt. So, jetzt schauen wir mal deine letzte Karte an in diesem Orakel, was die Pflanzenwesen hier noch reinbringen. Ja, schau mal, du hast hier den Dost und der Dost ist ein sogenannter wilder Majoran und da steht, über unsere Grenzen wachsen. Das passt so toll zu dieser Karte hier. Die Begrenzung haben wir hier drin, wo wir uns vielleicht selbst begrenzen, klein machen, kritisieren, im Kopf martern und hier diese Offenheit und hier jetzt nochmal diese Botschaft, über Grenzen hinaus zu wachsen, ja? Dass Dinge geschehen können, die einfach wunderbar sind, dass Mauern niedergerissen werden, wo du gedacht hast, es ist gar nicht mehr möglich, dass hier Wachstum ist. Ja, es gibt ja manchmal Beziehungen, die schon ganz lange eingeschlafen sind. Wenn man da ein bisschen dran kratzt und poliert und macht, dann werden die zu neuem Glanz erwachen und das ist wie ein frisches Verliebtsein. Ja? Oder auch Menschen, die schon lange allein sind. Ja, oder wenn du an jemanden interessiert bist, wo du einfach merkst, es geht schon lange nichts voran. Und man, jeder hat zugemacht und jetzt öffnet man sich wieder. Ja, und die Romantik hält Einzug. Das kann alles hier damit gemeint sein, dass hier jetzt Grenzen gesprengt werden. Und dieser wilde Majoran, der wächst ja ganz wild, der kommt überall hin, wo er will. Ja, und Majoran hat ganz tolle Eigenschaften, ist entspannend,
Es ist wärmend, ja, wir hatten ja hier großes Thema Wärme im Monat November dabei. Auch hier haben wir so Licht und Feuer. Das ist hier bei dir, beim ganzen Orakel ist es sehr lichtvoll, ja. Also wunderschön lichtvoll. Und hier halt dieses Männchen, das sich hier auch so ausdehnt. Und dann hat Majoran auch ganz tolle Eigenschaften. Es kann verbrannt werden, also geräuchert werden. Habe ich auch schon mal gemacht, stinkt nur ein bisschen. Ist aber gut, um sich von Fremdenergien zu befreien. Vielleicht ist das die richtige Botschaft für dich. Vielleicht hast du das Gefühl, dass bei dir schon länger irgendwie destruktive Energien sind, die immer wieder so draufschlagen. Dann einfach mal mit Majoran räuchern, ja. Könnt ihr auch im Internet nachlesen, wie man das macht. Und da gucken, dass man diese Energien aus dem Haus schafft. Ne? Sich selbst da so ein bisschen rumräuchern oder auch bestimmte Zimmer ausräuchern und da einfach mal reinfühlen und dann gut lüften. Und dann gucken, wie sich das Energieniveau dann hebt. Ja, auch sehr spannend. Ganz spannende Hinweise hier für dich, ja. Ja, und Majoran hilft auch, die eigenen Stärken zu erkennen, ja. Und vor allen Dingen, wenn es so, ich sag mal, steinige Wege noch sind, wo du das Gefühl hast, das sind noch so Kummersteine, die gehen einfach noch nicht weg. Wir kommen nicht richtig mehr in die Romantik, in dieses Liebesgefühl. Dann ist auch dieser wilde Majoran ganz toll hier dafür, ja. Also, dass man einfach Grenzen sprengt, ja. Dass man so, oder auch Begrenzungen oder einfach Steine, die noch im Weg liegen, wegräumen kann. Bei dir geht es, wie gesagt, ganz stark darum, in dieses romantische Gefühl zu kommen. Ja, sei es in einer Partnerschaft oder auch, wenn du dich frisch verlieben möchtest. Dass man auch Romantik zulassen kann, dass man offen ist dafür, ja. Dass man nicht schon zumacht, weil hier noch was an einem haftet, wo gar nicht mehr zu einem gehört. Das war ja hier die Botschaft, ja. Wunderschön. Auch dein Orakel, ganz außergewöhnlich. Und dann legen wir hier mal deinen rosa Stein. Schau mal, da sind auch rosa Pflänzchen drumherum. Das lege ich gerade auch mal so in die Mitte rein, dass es hübsch aussieht, ja? So machen wir das. Gut, dann gehen wir zum letzten Orakel, wenn du dich für den dunkelroten Stein entschieden hattest. Ja, und der dunkelrote Stein, schauen wir ihn mal an. Das ist ja verdichtetes Rot und der steht natürlich für die Leidenschaft. Für eine ganz große Liebeskraft und Leidenschaft in dir und eine ganz große Kraft auch. Und wer die Orakel öfter schaut, weiß, dieser dunkelrote, der schon fast braun anmutet, auch für die Verdichtung von Energien steht. Das heißt, dass du sehr viel Liebe in dir trägst, sehr viel Power in dir trägst. Und jetzt kann es sein, du bist Single und kannst diese Power gar nicht rauslassen, diese Liebe nicht rauslassen. Das hat sich jetzt so in dir angestaut, ja. Oder es ist eine Leidenschaft in dir, die in deiner Partnerschaft nicht gelebt werden kann. Ja, auch sowas ist möglich. Und bei Dunkelrot muss man immer aufpassen, wenn die Energie nämlich nicht rauskommt und fließen kann, dann können sich solche Energien auch destruktiv entwickeln. Das heißt, aus Liebe kann Hass werden, ja, es kann aus nicht gelebter Leidenschaft Wut und Zorn entstehen. Die Power richtet sich nach innen und du selbst fühlst dich gar nicht mehr wohl, ja. Und bei dir geht es im November darum, dein Licht ja leuchten zu lassen und diese Leidenschaften, dein inneres Feuer rauszulassen und zu leben. Das sagt ja auch diese Grundkarte hier, ja. Da ist sehr viel Kraft in dir und die möchte nach außen dringen. Und jetzt schauen wir mal deine erste Orakelkarte an aus dem Tarot.
Und du hast hier die Ass der Kelche. Und schau mal, das Wasser fließt und fließt und alles läuft über. Das ist ja die große Fülle. Es ist die große Fülle an Emotionen und Liebeskraft. Eigentlich dasselbe wie in deinem Stein. Aber hier ist es im freien Fluss und hier ist es irgendwie gestaut. Und das war schon diese erste Botschaft, dass hier Harmonie bei dir rein möchte. Gefühle wollen überströmen dürfen. Man möchte sein Glück finden in der Partnerschaft. Das kann hier konkret eine neue Liebe ankündigen oder dass man sich neu ineinander verliebt. Auf jeden Fall sind hier gute Chancen für eine Partnerschaft in dieser Karte. Ja, und auch eine Aufforderung, die Gefühle richtig rauszulassen. Wenn es dein Partner oder Partnerin nicht kann, dann sei du diejenige oder derjenige, der die Gefühle zeigt, ja, der emotional auch ist, ja, damit der andere auch spüren kann, es ist jetzt wichtig, es ist an der Zeit, weil sonst staut sich das immer, immer mehr in dir und du fühlst dich nicht gut damit und irgendwann kracht's. Ja, es kann nämlich dann Streit geben, ja, oder Knatsch oder Missverständnisse. Und darum ist es wichtig, dass ihr das rauslasst, auch miteinander sprecht, ja, und diese Fülle lebt. Ja, es geht um die Fülle diesen Monat bei euch. Und zwar die Fülle der Emotionen. Wir haben hier Wasser drauf. Du bist ein sehr feinfühliger Mensch damit, ja, mit dieser emotionalen Karte. Und mit dem Wasser haben wir die Ankündigung, dass hier auch ein seelischer Reinigungsprozess stattfindet. Etwas wird in dir drin bereinigt, innerlich bereinigt. Das ist auch gut, gerade für Singles oder für Menschen, die in der Liebe gerade Probleme haben, dass hier eine Reinigung reinkommt. Das kann auch bedeuten, sei sensibel, sei gütig, sei nicht wütend. Sei nicht in Hass, sei nicht in Zorn über Personen, wo vielleicht nicht so gut zu dir waren. Gerade wenn eine Beziehung auch gerade zu Ende ging, gib dich nicht diesen Zorn hin. Du machst deine schöne Liebesenergie damit hart und bist nicht weich und machst dafür wieder zu. Gerade wenn du einen neuen Partner suchst oder möchtest und du hängst noch in diesen alten destruktiven Energien fest, das kommt nicht gut rüber. Ja, und jetzt geht es hier darum, das Ganze in Fluss zu bringen. Übe dich in Güte und Vergebung. Ja, vergib diesem Menschen oder dieser Person. Ja, damit hier deine emotionale Seite wieder diese volle Sprudelquelle werden kann. Ja, dann ist es noch eine Botschaft dahinter. Und zwar, dass man nicht zu Übertreibungen neigen soll. Ja, also alles, was mit Übertreibung bei dem Thema zu tun hat, dass man jetzt vom Partner erwartet, der muss sich 10-mal am Tag bei einem melden, also übertrieben jetzt gesagt, und man kommt nicht damit klar, wenn man mal einen Tag nichts hört, weil jemand viel arbeiten muss, das ist auch nicht gut. Das staut auch wieder Energien an, macht dich kribbelig, den anderen so, oh, ich muss immer mich melden oder so. Ja, also da, alles, was mit Übertreibung zu tun hat, ist hier auch in dieser Karte drin. Das sind dann auch diese feinen Emotionen nicht mehr in freiem Fluss. Ja, also sie ist locker, sie alles bisschen spielerischer. Das war ja hier die Aufforderung dieser Karte, dass wir ganz leicht werden wie dieser Schwan, ja, und diese Lichtkraft in unser Leben bitten. Und hier haben wir auch sehr viel Licht drauf auf dieser Karte, dass auch eine Sonne im Hintergrund abgebildet, ja. Also eine sehr schöne Karte, ja, weil hier sehr viel Nähe auch aufkommt und Emotionales hier ganz ein wichtiges Thema ist, aber ich spüre halt hier diese Resonanz, dass man hier dieses Verhärtete rauswaschen soll. Ja, nimm die Dinge nicht zu hart, nicht zu schwer und wenn es da Dinge gibt, zu vergeben, gütig zu sein, dann bist du hier aufgefordert. Ja, da schaffst du Fülle und zwar richtige Liebesfülle. Das ist hier deine Karte. Schauen wir mal die nächste Karte an. Oh, die ist toll. Schau mal. Die ist ganz blau.
Und die Karte Be Content, da geht es ums Zufriedensein, die Zufriedenheit. Ja, wow. Passt auch ein bisschen zu deiner Karte, zu der ersten. Und zwar, wenn wir zufrieden sind mit uns selbst, zufrieden sind mit dem, was um uns ist, was wir haben, dann ist das ja auch eine große Art von Dankbarkeit. Man ist gütig, ne? Man ist ein gütiger Mensch, wenn man zufrieden ist. Wenn man in Wut ist, in Zorn ist, ist man nicht gütig. Man ist auch nicht zufrieden, ja? Und es geht darum, diese Zufriedenheit in dir herzustellen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du Zufriedenheit ausstrahlst und nicht an deinem Partner oder Partnerin ständig rumnörgelst, wird dir dein Partner, Partnerin auch zufriedener werden, ja? Und dann denkt man, ach, das löst es aber noch nicht, wo ich rumnörgeln möchte, weil mir das nicht passt. Aber wenn du diese Wertschätzung rüberbringst und nicht so rumnörgelst, lieber konstruktiv über etwas sprichst, ja, weil das Nörgeln führt nicht zu einer Lösung. Vielleicht mal ein konstruktives Gespräch kann eine Lösung bringen. Man kann nicht alles totschweigen, das ist mir auch klar. Aber wenn man ausdrückt, man ist zufrieden, zieht man Zufriedenheit an. Man zieht die Güte auch an. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, um die Harmonie herzustellen. Ja? Wenn du Dates hast und du bist nur am Rumnörgeln über frühere Beziehungen oder vielleicht übers Essen in dem Restaurant, was soll denn dein Gegenüber für einen Eindruck bekommen? Ja, da hast du einen Eindruck vermittelt, die ist nur unzufrieden oder derjenige. Da brauchst du dich nicht wundern, wenn die Person dich nicht mehr wiedersehen will. Ja, also es sind alles so Hinweise. Sei zufrieden, damit ziehst du noch mehr Zufriedenheit an. Und wenn du es noch nicht bist, du wirst Zufriedenheit dann erlangen, weil du damit in Resonanz gehst mit dieser Energie der Zufriedenheit. Das ist ganz toll. Und hier steckt auch die Gelassenheit drin, dass wir gelassener werden, dass wir nicht jedes Wort oder jedes Ding gleich auf die Goldwaage legen, dass wir vielleicht uns nicht gleich aufbrausend verhalten, wütend werden, ja, weil der andere jetzt vielleicht eine Stunde später angerufen hat wie sonst, ne? Das sind ja alles so Kleinigkeiten, als die im Beziehungsding oder gerade wenn man auf jemand kennenlernen will, manchmal zu Missverständnissen führen, man wundert sich dann, warum es hinten und vorne nicht passt, obwohl man doch eigentlich zusammenpassen könnte. Und die Heiterkeit ist hier auch eine wichtige Botschaft, dass man lachen kann, weil Lachen macht vieles leichter. Wenn wir zusammen lachen können, dann strömt dieser Kelch unendliche Fülle aus, er drückt Fülle aus, es strömt so viel Leichtigkeit ins Leben, ja? Also das sind alles Botschaften und mach dich bereit, ist hier auch drin, diese Zufriedenheit in deinem Leben zu begrüßen und anzunehmen. Ich schau mal hier drauf. Genau, sie hat hier auch so eine zufriedene Haltung, ja? Das Gesicht wirkt völlig entspannt. Man findet dadurch inneren Frieden. Und wenn du inneren Frieden mit deinen Themen findest, ja, bist du ein friedvoller Mensch. Du strahlst das auch aus, diesen inneren Frieden. Ja? Und wenn dein Gegenüber dann auch jemanden sucht, der diese Harmonie und diesen Frieden vermitteln kann, dann gehst du wunderbar auch mit dieser Person in Resonanz. Manche wundern sich ja, dass sie dann immer so Leute anziehen, die vielleicht nur es auf Sex abgesehen haben oder ganz komische Leidenschaften ausüben oder schnell aufbrausend werden und sowas. Und das ist, wenn in dir selber sowas steckt, dann ziehst du das automatisch dann auch an. Ja? Also geh in diese Friedenshaltung, wenn du Ruhe möchtest in deiner Beziehung und Partnerschaft, wenn das leichter werden soll. Ja? Also wunderschöne Botschaft auch für dich. Und ich lasse das mal da unten liegen. Schauen wir mal die nächste Karte an, was hier diese Elfen- und Feenwesen. Und da hast du die Israla. Das ist auch ein Ätherwesen. Ich zeige dir mal das Bild. Auch wunderschön gezeichnet. Und die Israla sagt: Liebe zu allem, was ist. Ja, die nächste tolle Botschaft, dass man Liebe ausstrahlt. Liebe zu allem, was ist.
Ja, wenn wir die Liebe geben und die Liebe empfangen, kommt sie nicht ins Stocken, gibt es überhaupt nicht diese Anstauungen, weil wir sie einfach fließen lassen, so wie hier auf diesem Bild, wo alles wunderschön im Fluss ist. Es geht mit Israela darum, um Themen wie das Leben anzunehmen und sich selbst auch anzunehmen, wie man ist. Dich in Mitgefühl zu üben. Es geht dabei auch um deine eigene Selbstliebe. Wie bist du zu dir selbst? Ja? Und auch andere so zu akzeptieren, wie sie sind. Andere nicht ändern zu wollen. Wenn du in eine Partnerschaft gehen willst, unter der Prämisse, dein Gegenüber dir ja hinzubiegen, wie du es brauchst, das ist nicht die richtige Basis. Ja? Da wirst du nicht damit zufrieden sein, du gehst da nicht mit einer Gelassenheit rein, du staust die Leidenschaft und Liebesenergie von Anfang an. Ja? Dann ist lieber ehrlich zu sagen, ich kann mit diesen Themen nicht zurechtkommen. Ich kann damit nicht leben. Wir müssen reden oder es dann letzten Endes sein lassen. Ja, das sind auch so Themen, die wichtig sind. Den anderen sein lassen, wie er ist. So zu lieben, wie er ist oder wie sie ist. Ja, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und dann in die Zufriedenheit zu gehen. Ja. Also hier hat die Astralla einen ganz wichtigen Hinweis gegeben. Ich schau mal. Sie sagt, Liebe ist Leichtigkeit, Zärtlichkeit, Licht und Wärme, Freude, lebendig sein, Geborgenheit und innere Zentriertheit. Liebe ist die vollkommene Annahme von sich selbst und allem, was ist. Liebe spendet sich in hundertprozentigem Glauben an das Göttliche. Gehe in Resonanz mit Israela, lasse dich ein auf das tiefste und feinste Gefühl der Liebe, die im Äther schwingt. Auch eine wunderschöne Botschaft von ihr. Ja, so, dann schauen wir mal deine letzte Karte an, was hier die Pflanzenwesen noch zu sagen haben. Und bei dir kommt eine ganz starke Botschaft, das ist nämlich die Linde. Und die Linde mit ihren Lindenblüten steht für die Harmonie. Vielleicht hast du auch einen Lindenbaum in deiner Nähe. Was ist es bei Linden? Linden stehen gern alleine. Die mögen es nicht, wenn sie so dicht an dicht sind. Die brauchen ihren Platz. Das kann bedeuten, dass du jetzt deinen richtigen Platz findest an deiner an der Seite von einem Partner, ja, oder auch im Leben selber erstmal den richtigen Platz zu finden, wo sich dann das ganze Thema Liebe, Partnerschaft entfalten möchte. Und das ist hier so die Grundbotschaft der Linde. Manchmal ist es auch wichtig, dass jeder seinen Raum benötigt. Ja, dass man noch nicht gleich zusammenziehen kann und man dann wütend ist, dass man sich doch liebt und das muss, ne, kann auch ein Thema sein, sondern dass es wichtig ist, dass manchmal noch jeder seinen persönlichen Raum braucht, bis es denn soweit ist, ja, dass das geschehen darf. Die Lindenblüten, die riechen unheimlich süß, ja, sind sehr anziehend und es geht dabei darum, dass man schon eine starke Anziehungskraft zu dem Partner oder zu der Partnerin diesen Monat spürt, auch eine starke Leidenschaft. Es können auch heiße sexuelle Begegnungen sein, dass man aber trotzdem beachten sollte, dass jeder seinen benötigten Raum braucht. Ja? Und diese süßen Blüten sagen auch, genieße die Süße des Lebens. Ja? Lass die Energien fließen. Lass es passieren, was passieren möchte. Die Linde, die hat, ich meine, auch so Blätter, die wie ein Herzchen geformt sind. Und das ist einfach auch der Baum, der viel Liebeskraft ausdrückt. Also so Göttinnenenergie, Freya, Göttin der Liebe und so Sachen, ist ja, glaube ich, hier auch abgebildet. Also das sind alles Themen. Schau dir mal eine Linde an, vielleicht hast du eine bei dir in der Nähe, ja, vielleicht empfängst du da auch irgendeinen Hinweis, ja, also da kannst du auch mal schauen.
Oder es gibt auch, fällt mir ein, glaube Lindenblütentee, da auch mal schauen. Jetzt im Winter trinkt man ja gerne mal einen Tee oder sowas. Vielleicht wäre das auch was für dich, ja. Und zu der Pflanzenbotschaft ist zu sagen, dass die Linde ein Schutzbaum ist. Das heißt, du wirst schützend umhüllt und dass man dir Harmonie schenken möchte, die gut ist für deinen Geist und auch für deine Herzebene. Ja. Und um Linden wurde auch früher getanzt und so, kann auch eine Aufforderung sein, sich wieder mehr für die Gemeinschaft zu öffnen, dass darüber Potenziale entstehen. Manchmal ist es ja so, dass man in Partnerschaften sich abkapselt und gar nicht mehr so Freundschaften pflegt wie früher, vielleicht nicht mehr in Vereine geht oder zu irgendwelchen Treffen. Und manchmal ist es gut für Partnerschaften, wenn man sich vielleicht wieder einer Gemeinschaft oder einer Gruppe anschließt oder gemeinsam tanzen geht, also irgendwas unternimmt, weil auch hier die Beziehung Raum bekommt, ja, etwas Neues zu erleben und die Beziehung dadurch auch aufgewertet werden kann und wieder neue Entdeckungen auch am Partner gemacht werden. Das ist ja oft schön. Man ist viele Jahre zusammen und denkt, man kennt sich schon und dann unternimmt man was gemeinsam, lernt neue Menschen kennen, lernt seinen Partner neu kennen und neue Leidenschaften entstehen, ja, zu dieser Person. Und manchmal ist es wie ein sich neu verlieben, ja. Also weil hier möchte Licht reinkommen, ja? Man möchte, dass man sich freut und einfach diese Nähe zu genießen. Also manchmal ist es wirklich gut, dann auch was zu unternehmen oder gerade auch als Single, ja? Sich vielleicht auch neuen Gemeinschaften anzuschließen, wo man vielleicht auch eingeladen wurde, dass darüber Potenziale bestehen, jemanden kennenzulernen. Solche Dinge sind damit auch gemeint. Ja, ich leg dir auch mal deinen Stein der Power hier oben drauf. Möge sie sich für dich schön entfalten diesen Monat. Ja, und ich hoffe, das Liebesorakel hat euch diesen Monat gefallen. Es waren mal ganz besondere Karten, die diesen Monat dabei sein wollten. Also nicht vielleicht die typischen Liebesorakelkarten wie sonst. Aber ich fand die Botschaften und Hinweise sehr spannend. Ich hoffe, dir hat es auch was gebracht. Ja, und wünsche einen wunderbaren November. Ja, mit viel Wärme und Nähe und Umarmungen. Sei also auch von mir lieb umarmt. Und ich sage danke fürs Schauen des Orakels. Wenn du eine persönliche Beratung bei mir suchst, dann schau einfach mal auch auf meiner Facebook-Seite oder meiner Webseite vorbei. Da findest du diverse Angebote, auch zum Thema Liebe und Partnerschaft. Biete ich einige Legungen an, aber auch eine persönliche Beratung, je nach Fragestellung, was dir auf dem Herzen liegt, kann ich dir da gerne behilflich sein. Ja, also alles Liebe und bis bald, eure Dani. Tschüss.